Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Dennis spielt das hier auf dem PC. Heute am 18. April war es also soweit. Das neue DLC Semmeringbahn Wiener Neustadt Mürzzuschlag ist endlich veröffentlicht worden. Zusätzlich dazu gab es noch die ÖBB F16 Taurus und ich werde euch heute mit euch ein kleines bisschen die Lok testen, den Zug testen und die Strecke so ein bisschen anschauen. Ausführliches Video folgt dann natürlich am Wochenende. Ich habe euch dazu ja schon in der Community eine Abstimmung gepostet, ob ihr einen Livestream oder ein Video sehen wollt. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Also wir werden heute einen kleinen Teil der Strecke fahren, die Lok testen und die Strecke uns so ein bisschen anschauen. Und wie gesagt, das ausführliche Video findet dann am Wochenende statt, weil ich habe heute unter der Woche leider nicht so viel Zeit. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach damit, den Zug aufzurüsten, beziehungsweise die Lok aufzurüsten, die Fahrgäste ein aussteigen zu lassen. Und können ja noch ein schickes Foto hier machen von der hübschen Lok, würde ich mal sagen. So, wir finden uns im Moment hier am Hauptbahnhof Wiener Neustadt und haben die Aufgabe, diesen Zug bis nach Graz Hauptbahnhof zu fahren, über Mürzzuschlag. Für uns wäre eh in Mürzzuschlag Schluss, bis Graz fahren wir nicht. Und wir werden heute einen kleinen Teil fahren und ich würde sagen, los geht's. Hier stehen auch schon so ein bisschen die ÖBB, was wollte ich sagen, Vorarlberg, S-Bahn Vorarlberg, die kennt ihr ja schon, die sind ja hier auch fahrbar. Zusätzlich sind hier noch die Loks fahrbar, BR193 Vectron, die Class 47 High Blue. Die BR103 und wie gesagt eben hier diese Vorarlberg S-Bahn. Das sind die Fahrzeuge, die hier offiziell zu fahren sind. Ihr könnt natürlich, wie gehabt, hier sämtliche Züge hinspawnen. Das kennt ihr ja mittlerweile schon. Ja, ich würde sagen, wir steigen ein. ÖBB 11-1601-7 ist unsere Lok heute. Zusätzlich natürlich hinten dran unsere ÖBB Personenwagen. Also das ist der Flughafen Wien, Wiener Neustadt, Semmering, Mürzzuschlag, Graz Hauptbahnhof. Das sind die Haltepunkte des Zuges. So, steigen wir mal ein in unser gutes Stück. So, dann würde ich sagen, müssen wir natürlich erstmal die Türen entriegeln. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Dann können wir die Türen. Ach, das sieht doch gut aus. So, dann können wir die Türen öffnen. Das wird das sein. Ja, rechte Seite, genau. Und dann gehen wir auf Öffnen. So, jetzt haben wir es soweit. Das machen wir auf Ein. Bremse lösen brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Das machen wir auf Fernlichter, braucht man nicht. Aber das müssen wir einschalten. Leselicht braucht man nicht. Was wir aber brauchen, sind natürlich die Zugsicherungssysteme. Sind die hier einstellbar? Sonst machen wir das über die Tastatur. Leistungsschalter, Leistungsschalter, Signalleuchtung, Signalleuchtung. Normal, das war das mal so. DMI. Weiß ich nicht, was das alles zu sagen hat. Das müssen wir auf jeden Fall auf Weiß stellen. Genau. Was ist jetzt los? Batteriehauptschalter ist auf Auto. Batterieschalter. Stromabnehmer, Auto, das lassen wir auch mal. Türmodus, Federspeicherbremse lösen, genau. Dann gehen wir mal hier hin. PZB, haben wir das auch noch irgendwo oder so oder was? Nee, dann machen wir es einfach über die Tastatur, würde ich sagen. Mein Gott. So, jetzt haben wir es. Würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Schließen. Genau. Linke Tür, beide Türen. Schließen. Soll sie verriegeln? Da würde ich sagen, los geht's. Lösen wir die Bremsen und auf geht's. Es erhält Semmering.
Der Sound ist ja schon mal geil. Mega. Der Sound ist geil. Der ist richtig geil. So, dann springen wir mal rein. Ach, wir hätten die AFB noch einschalten dürfen müssen sollen. Dann machen wir das anders. Die müssen wir jetzt auf voll stellen. Da müssen wir die. Da müssen wir einmal hier auf Tauschstation gehen. Da. Da müssen wir die wieder. Genau. Ist jetzt eingestellt. So, wir haben 100. Ist sie jetzt eingestellt oder nicht? AFB habe ich. Die lässt sich so nicht einstellen. Da müssen wir was anders machen. Da müssen wir was anders machen. Dann müssen wir das gleich im Stand machen. Es scheint jetzt nicht zu funktionieren. Nee. Egal, dann machen wir es gleich im Stand. Oder ich halte ihn kurz an. Halten ihn kurz an. Halten ihn kurz an. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Dann gedacht an die AFB natürlich, die da habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Aber da halten wir eben an, das ist jetzt auch nicht das Problem. Türfreigabe. Türfreigabe. Na, da haben wir die Bremse auch schon mal getestet. So, jetzt ist sie nämlich eingestellt. Also geht das nur im Stand. Gut, dann weiß ich Bescheid. So, den Knabe dann natürlich auf 160 direkt hoch. Wenn er dann Güterzug durchfährt. Wunderbar. So. Sollten die Bremse lösen, ja. Macht Sinn. So. So, dann hören wir das Anfang noch einmal von innen. Einfach nur geil. Einfach nur geil. So, schauen wir uns mal so ein bisschen auf der Strecke um, würde ich sagen, wenn man was sieht. Also im Moment gibt es nicht viel zu sehen. Sieht wahr? So, der Vorstellerrabatt von 10% ist natürlich mit Veröffentlichung dieses DLCs
am heutigen Tage, dem 18. April 2024, abgelaufen. Also der jeder, der es jetzt noch sich kauft, zahlt den Vollpreis von 35,99 Euro. Das nur als kleine Randinfo. So, wir können uns ja mal so ein bisschen hier in der Lok umschauen. Das ist ja auch mal ganz interessant. Nebenbei die Sichtbar drücken. So. Die mache ich jetzt mal nicht los, weil die kriege ich da nicht mehr zu während der Fahrt. Ja. Ist das auch noch animiert? Nein. Also eigentlich kennt man die ja schon aus der aus dem TS. Da ist sie ja schon veröffentlicht, schon lange. Also VMAX 230 fährt die Lok. Sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. AÖBB 91 81 111 61 01-7. Ich denke mal, hier oben, das kann man auch noch einstellen. Das brauchen wir jetzt aber nicht, weil ich glaube, so dunkel ist es nicht. Ich fahre sowieso gerne immer ohne Beleuchtung. Außer ich muss irgendwelche Schalter hier drücken, da mache ich kurz das Licht an. Aber ansonsten habe ich das gerne so, dass man immer so ohne Führerstandslicht fährt. Weil es ist einfach sonst ein bisschen zu grell, finde ich. Aha, das kann man auch noch verringern. Das ist ja nicht schlecht. Schön. Also das ist jetzt schon die zweite Österreich-Strecke, die wir fahren. Wir haben ja Vorarlbergbahn und jetzt hier Wien, Lütz zu Schlag-Semmering-Bahn. Ihr habt ja auch die Roadmap, habt ihr ja in meinem Video gesehen, was da alles so angekündigt wurde. Der IC1 Steuerwagen, worauf ich mich sehr freue. So, haben wir jetzt den Steuer, den Hauptschalter? Nein, ist nicht rausgeflogen. Oder fliegt der jetzt raus? Nein, scheint nicht so. Wie gesagt, der IC1 Steuerwagen ist angekündigt, dann auf jeden Fall, was ich mich auch sehr, sehr freut, die BR218 Diesel-Lok. Ich glaube, das wird episch, wenn die hier auf dem TSW veröffentlicht wird, die Realität. Es ist, stellt euch das mal vor, BR218 zusammen mit Endwagen, Karlsruher Kopf, im Ruhrgebiet, auf der Strecke, Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Einfach nur geil. Also ich freue mich da so tierisch drauf, wenn das wirklich alles umgesetzt wird, was da so angekündigt wurde, dann haben wir, glaube ich, noch jede Menge Spaß an dem, am TSW. Ich hatte letztens die im Livestream die Frage bekommen, ob ich mich auf TSW 5 freue oder mir das herbei wünsche. Einerseits klar, man freut sich immer über Nachfolger oder Nachfolgeteile, klar. Aber ich finde, das wäre vielleicht ein bisschen zu früh, weil einige von euch haben ja auch schon mit Veröffentlichung des vierten Teils sich dazu geäußert, dass das vielleicht zu schnell ging, dass TSW 3 noch gar nicht richtig ausgereizt war, dass da noch viel zu viele Fragen offen sind, beziehungsweise viel zu viel liegen geblieben ist, was man hätte vielleicht auch veröffentlichen können für den dritten Teil. Und TSW 4 ist jetzt, weiß ich nicht, 2 Jahre alt, 3 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr. Da kommt übrigens der Vorarlbergbahn, 4024. Deswegen wäre es vielleicht einen Tacken zu früh, jetzt den fünften Teil schon irgendwie in Aussicht zu stellen oder das Ganze anzukündigen oder geschweige denn zu veröffentlichen. Weil ich glaube, TSW 4 hat noch so viel Potenzial, noch so viel, was man veröffentlichen kann, was man
was man hier und da vielleicht sogar noch verbessern kann. Jetzt mit dem Ankündigung in der Roadmap, die ich gerade aufgezählt habe, da ist es so viel Potenzial, was man hier testen kann, was man hier ausreizen kann. Wäre meiner Meinung nach der fünfte Teil noch etwas zu verfrüht. Da könnte man vielleicht im nächsten Jahr drüber sprechen, dass das dann irgendwie mal dran gearbeitet wird und dann vielleicht 26 würde ich sagen, dass das Ganze dann spruchreif ist und dass das Ganze dann vielleicht zur Veröffentlichung steht. Aber aktuell finde ich im TSW 4 noch so viel Potenzial, was man hier noch machen kann, streckenmäßig, auf jeden Fall. Es gibt noch so viele Strecken zu veröffentlichen, die irgendwie noch vielleicht in der Planung sind. Sprichwort oder Stichwort Berlin. Wäre auf jeden Fall sehr attraktiv, würde ich auf jeden Fall so sehen. ICE4 auf jeden Fall. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja, das könnte man definitiv, ich sehe gar nicht, ich bin zu schnell. Das sind so Dinge, die man auf jeden Fall noch veröffentlichen kann und sollte. Ich weiß nicht, wie DTG das so in der Planung hat. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die ich mir vorstellen kann. Und fahrzeugmäßig sind wir ja auf einem guten Weg. IC1 Steuerwagen, BR218. Da war ja auch irgendwann mal irgendwie die Rede, zumindest in den vorigen Roadmaps, war da mal irgendwie die Rede von der BR232 Lübmiller. War da ja auch mal irgendwie die Rede von. Im Moment ist das so ein bisschen untergegangen, finde ich. Ich weiß nicht, wie da die Planungen sind. Aber ja, das wäre ja dann auch nochmal eine Diesel-Lok. Weil diese Loks, also ich sprich wirklich von Loks, nicht von Triebwagen, ja? Loks, da haben wir wirklich, ja, bis auf die ausländischen, also amerikanisch-englischen, haben wir keine. Wir haben keine einzige deutsche Diesel-Lok im Moment. Deswegen, also da mangelt es echt dran und da wäre die 218, die ja jetzt angekündigt ist, würde das Ganze schon mal so ein bisschen rausreißen. Die Ludmilla wird das Ganze noch mal ein bisschen anheben und ja, schauen wir mal, ne? Gut, wir haben eine deutsche Diesel-Lok hier, diese 363, die will ich nicht unterschlagen, um Gottes Willen. Die haben wir, die Güterzuglok, die kleine da, natürlich. Aber sonst haben wir da eigentlich nichts. Da würde sich vielleicht auch noch anbieten die Dual-Lok BR245. Während uns hier eine Doppeltraktion ÖBB F16000 am Güterzug entgegenkommt. Also die BR245 Dual-Lok, die wäre natürlich auch noch attraktiv. Überhaupt eine Dual-Lok wäre angebracht. Es gab vor kurzem bei YouTube, habe ich auch in meiner Community, habe ich das gepostet, einen Bericht oder einen Film, eine Dokumentation zur Indienststellung der BR193 Dual-Lok, die sowohl mit Dieselkraftstoff als auch elektrisch fährt. Angetrieben wird. Da gab es eine sehr interessante Doku zu. Solltet ihr mal scrollen auf meiner Community. Habe ich gepostet, habe ich geteilt. Dann könnt ihr euch das da mal anschauen. Die wäre vielleicht auch noch interessant. Dann hätten wir zwei Dual-Loks. Dann hätten wir auch ein bisschen mehr Diesel hier im Spiel. Also ich spreche jetzt von deutschen Loks natürlich. Also das wären so Dinge, worüber ich mich freuen würde. Ja, ICE4, streckenmäßig Berlin-Hamburg von mir aus. Da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Dann hätte man zwei Ausgangspunkte, die man von Hamburg oder Ziele, die man von Hamburg ansteuern könnte. Einmal Lübeck, was wir ja schon haben. Und dann auch noch Berlin. Und da könnte man von Berlin vielleicht auch noch so ein bisschen westwärts gehen, Richtung Braunschweig, Magdeburg, was da alles so kommt, Hannover. Wow, ich bin zu schnell, um Gottes Willen. Sagt mir das denn keiner? Ah! Ja, das sollte nicht passieren. Das habe ich doch ausgestellt. Warum passiert das? Warum? Ich habe das doch ausgestellt. Wir sollen nicht an den Weichen entgleisen. Ich war zu schnell. Das kommt vom Labern. Oh Mann, Leute. Sorry, das wäre noch nie passiert, dass ich umkipp. Aus der Weiche gesprungen. Ach nee, ey, ich hab keinen Bock nochmal zu fahren. Ach, Leute. Ah, geil.
Einfach geil. Oh, wisst ihr was, ey? Gibt's doch gar nicht, oder? Gibt's doch gar nicht. Oh, 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 oh. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Das ist, naja, was soll man dazu sagen, ne? Ja. Absolut genial. Wirklich, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Wirklich noch nie. Noch nie. Aber das habe ich doch ausgestellt, da bin ich mir doch relativ sicher. Nee, wo war das? Das war. Genau, das war bei Zugänglichkeit, glaube ich. Nee, auch nicht. Allgemein. War das denn nochmal? Spielerhilfe? Da war es. Spielerhilfe, Experte. War das denn? Blöd oder was? Ton, Hut und Gameplay, da war es. Gleisüberwachung, ja. Die Gleise und ein bisschen abschalten ein. Egal. Egal, egal, egal. Lassen wir das. Auch nicht schlecht. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Genial, absolut genial, wirklich. Absolut genial, wirklich, das ist. Ja, gut, ich war zu schnell, ich war zu schnell, das war ja, ist ja Tatsache, aber dass man da wirklich umkippt. Ja gut, ist in der Realität auch so, aber normalerweise kann man das abschalten, dass der eben nicht umkippt. Aber ja, lassen wir das mal so. So, wir dürfen 150. FIFA. Normalerweise habe ich auch die Geschwindigkeit da oben stehen. Aber irgendwie ist das auch weg. Naja, wir waren ja vorhin dabei, aufzuzählen, was in diesem Spiel alles noch so veröffentlicht werden sollte, könnte. Wie gesagt, die Strecke Berlin-Hamburg und dann weiter westwärts vielleicht noch Richtung Magdeburg
Brandenburg, also Brandenburg, na Brandenburg nicht unbedingt, aber Magdeburg, kämen dann, glaube ich, Braunschweig, Hannover und dann vielleicht, ich weiß ja nicht, wie lange DTG die Strecken bauen kann, wie viel Arbeit dahinter steckt und so weiter und so fort, aber dann wirklich vielleicht bis ins Ruhrgebiet rein. Das käme dann nach Bielefeld. Wolfsburg ist dann, glaube ich, noch dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der richtigen Reihenfolge aufzähle. Korrigiert mich da gerne. Dann haben wir, glaube ich, noch ja, Wolfsburg, Hannover. Boah, was ist denn da noch bei? Bielefeld ist ja schon ziemlich westlich, ist ja schon fast NRW. Also danach, was kommt danach? Boah, ich bin letztens die Strecke gefahren nach Dresden. Ich komme jetzt nicht drauf. Bielefeld, was kommt davor? Ich kann jetzt nicht, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall kommt dann noch Düsseldorf, Duisburg, weil das wäre schon in Bochum, glaube ich, noch. Und dann Essen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie weit DTG die Strecken bauen kann oder baut oder bauen will. Auf jeden Fall würde sich das hier anbieten. Wenn man dann vom Ruhrgebiet von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr dann bis nach Berlin fahren könnte oder bis Hamburg, das wäre schon geil. Das wäre schon echt geil. Diesmal werden wir aber auf die Streckengeschwindigkeit achten. Weil das war mir gerade eine Lehre, dass wir da tatsächlich umgekippt sind. Absolut genial. Absolut genial, wirklich. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Die kommen ja immer noch nicht drüber weg. Dass wir da wirklich umgekippt sind. Wahnsinn, echt. So, ich würde sagen, bis zum ersten Halt fahren wir und dann den Rest gibt es dann am Wochenende. Ein ausführliches Video oder Livestream. Je nachdem, wie ihr abstimmt. So, noch haben wir keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Das ist gut. Aber so fährt der Zug sich sehr gut oder die Lok, sagen wir mal. Wir können ja gleich noch mal kurz in die Waggons gehen, gucken, wie die aussehen. Da waren wir ja noch nicht drin.
können wir uns ja gleich mal ganz kurz den Bahnhof Semmering anschauen. So, da kommt die erste Geschwindigkeitsbeschränkung von 150, die hatten wir ja vorhin auch auf dem Blick, einen Schirm gehabt. Und dann bin ich total ins Quatschen gekommen und dann habe ich auf die 80 nicht mehr geachtet und dann war's. Ging alles seine Wege, dann ging es schief. Beziehungsweise wir lagen schief. Und zwar lagen wir quer über den Gleisen. So, wir können ja auch am Wochenende das ein oder andere Szenario spielen, weil die klangen wirklich sehr interessant. Feuerwache, Milchshake, Schneebus oder sowas stand da. Also wirklich sehr, sehr interessante Szenarien. Ich habe mir die mal so ein bisschen durchgelesen. Also da können wir gerne mal uns ein Szenario schnappen und das mal spielen. So, jetzt kann man aber auch gleich irgendwo die 80. Wir meinen, wir hatten da nur noch 13 Kilometer und sowas zu fahren, da kam die. Jetzt gleich mal genau drauf achten, dass wir da nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Müssen jetzt gleich irgendwo auftauchen. Sei es am Signal oder sei es oben im Diagramm. Beziehungsweise in der Leiste da. In der Infoleiste. So, 13 Kilometer sind es noch. Bin ich jetzt mal gespannt, wann die 80 kommen. Da, 4 Kilometer. Da haben wir uns total, oder habe ich mich total verquatscht und dann, ja, was passiert? Genau, der Güterzug kam uns entgegen, ja, Doppeltraktion. Da waren wir aber ein ganzes Stück zu schnell. So, ich würde sagen, diesmal sind wir frühzeitig dabei. Erstmal sich verdrücken. Dann, genau, gehen wir schon mal runter auf 80. Weil dass die PCB nicht eingeschritten ist vorhin, das wundert mich. Naja, was war das? So, die nächste Abzweigung, die nämlich dann rechts geht, die ist unsere. Und da müssen wir auf jeden Fall dann bei 80 sein, weil sonst geht's derbe in die Hose. Oh, seht mal, da steht wieder eine Doppeltraktion mit ihrem Güterzug. Lauter Leerwaggons. Diskutieren gar nichts, verstehe ich nicht. Die PCB ist ja aktiv. Wir mussten uns ja am Anfang oder konnten uns am Anfang ja befreien, wo wir losgefahren sind. Von daher
verstehe ich das nicht so ganz, aber lassen wir das. So, und hier hat es uns für den weggehauen, hier in der Kurve. Einmal quer drüber. So, 70. Ups, das war zu viel. So. Machen wir erstmal ein kleines schickes Foto, würde ich sagen. So. Das sieht doch richtig gut aus. Mega geil. Richtig schön. Einfach nur geil. Genial, einfach nur genial. Gut, wenn wir jetzt die ganze Zeit so langsam fahren, dann passt das vielleicht mit der Ankunftszeit, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sollen wir für 8 Kilometer eine halbe Stunde brauchen. Das ist mir nicht ganz so eingeleuchtet, aber jetzt wird es immer klarer, wenn wir so langsam jetzt weiterfahren, dann passt das wahrscheinlich sogar. Einfach nur genial. Aber die ist ein bisschen dreckig, die gute. Also die hätte man ja zum Veröffentlichung sauber machen können, oder? Wie seht ihr das? Schaut euch das mal an, wie dreckig die ist. Ist ja Wahnsinn. Nee, 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 nee. Und das zur Jungfernfahrt. Ich glaube, ich spinne. Wenn das der Bahnchef sieht. Ich mal an, wie dreckig die ist. Geht's noch? Mann, 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 Mann. So, 7 Kilometer noch. Und gleich erstmal wieder 70. Jetzt geht es hier doch steile Berg hinauf, 1%. Bis Mützelstadt wird es eigentlich noch gehen, aber wie gesagt, wir machen jetzt gleich in Semmering einen Cut und
gesagt, ein ausführliches Video oder Livestream wird es dann am kommenden Wochenende geben. Also ich denke mal, am Samstag wird sich das Ganze dann abspielen. FIFA. So, was ist das hier eigentlich für ein Bahnhof? Payerbach, Reichenau. Ah, habe ich auch schon mal gehört. Fahren wir so ein bisschen auf dem Gegengleis oder Mittelgleis. Gegengleis nicht, Mittelgleis. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, gleich 60. Sie werden immer langsamer. Dann kann ich das schon fast verstehen, dass wir noch 20 Minuten brauchen. 25 sind sogar noch. 23, wenn man ganz genau ist. So. Schaut euch das mal bitte an hier. Wunderschön. Wunderschön. FIFA. So, Play 60 wahrscheinlich. Boah, wir fahren ja schon 2,4% hoch. 2,4% Steigung. FIFA. Wahnsinn. Es gibt auf dieser Strecke ja auch viele Viadukte, habe ich mir sagen lassen. Können ja auch irgendwann mal die ganze Strecke fahren. Das können wir am Wochenende auch gerne machen. Wirklich von Wien bis Mürzzuschlag. Gerne auch mit dem Fernzug. Wie gesagt, das Ganze lässt sich ja alles verwirklichen, indem man die Züge dahin spawnt. Dann kann man ja auch locker mit dem ICE auf der Strecke fahren. Alles überhaupt gar kein Thema. Schaut euch doch mal diese Gegend hier an. Wunderschön. Was für ein geiles Panorama. Einfach nur geil. Wunderschön. Also wie gesagt, das mit 11.15 Uhr, das kommt, glaube ich, sehr gut hin, weil wir hier im Moment wirklich äußerst langsam fahren. Gut, das ist der Streckencharakteristik geschuldet. Die lässt einfach nicht mehr zu. Seht die steilen Kurven hier, da sollte man nicht zu schnell fahren. Ihr habt ja gesehen, was da passiert, wenn man zu schnell ist.
Aber ich freue mich wirklich auf den IC1-Steuerwagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der fehlt einfach und sollte der wirklich kommen, also angekündigt ist er ja in der Roadmap, dann freue ich mich da auf jeden Fall sehr drauf. Sonst werden die Kilometer wieder mehr und zwar um einiges mehr. Wir hatten vorhin von irgendwas mit 5,5. Jetzt haben wir 6,4 wieder. Also das ist wieder so eine Strecke, ja, weil die so umwunden ist, so sich um den Berg schlängelt, da werden die Kilometer mal mehr, mal weniger. Das ist schon echt kurios. Siefer. Sieht wirklich so aus, als sollten wir, sind wir, würden wir falsch fahren, aber das ist tatsächlich der richtige Weg. Es ist nur, weil wir uns so um den Berg hier schlängeln. Ihr seht ja, wie der Zielanzeiger da unten hin und her springt, wie der spinnt. So, sind wir schon wieder auf 7 Kilometer. Wahnsinn. Wie gesagt, wir waren zwischendurch bei 5,5. So, jetzt wird es aber langsam wieder weniger. So, 70 immerhin. Wenn auch gleich wieder 60 vorn gekündigt ist. Fahren wir durch sämtliche Begehrte, Tunnel und hast du nicht gesehen. Was für ein Wahnsinn. Geht das hier steil bergab? Meine Güte. Schaut euch das bitte mal an. Wahnsinn. Siefer. Wahnsinn. Was für eine Aussicht. Wunderschön. Das kann man gar nicht anders sagen. Wunderschön. Wieder 60. Oh, da kommt ein Gegenzug. Siefer. So, so langsam geht es kilometermäßig, aber dann doch in die richtige Richtung. 4,7. Sí.
Also die Strecke zieht sich schon. Jetzt kann ich auch verstehen, warum wir so eine lange Fahrzeit haben. Klar, wenn das so ist, dann ist logisch. Aber wir kommen ja näher. Entschuldigung, aber der musste sein. So, und am 1.6. geht es ja für mich wieder los. Auf Tour, auf die nächste Reise, diesmal in den Süden. Augsburg Hauptbahnhof ist mein nächstes Ziel. Freut mich da schon wieder tierisch drauf. Es ist ja auch nicht mehr allzu lang, ein bisschen mehr als im Monat. Und dann geht es für mich wieder los. Frühmorgens in den RE14 und in den ICE. Dann ab die Post in den Süden. Die Tour nach Dresden verlief fahrtmäßig, verlief ohne Störung, muss ich wirklich sagen. Keine Verspätung, keine größeren. Gut, wir hatten auf dem Hinweg plus 20, aber gut, das kommt schon mal vor. Das war aber, weil wir eine Langsamfahrt hatten. So eine Langsamfahrstelle zwischendurch und dann häuft sich das schon mal an. Aber wie gesagt, ich freue mich schon wieder tierisch auf Augsburg, auf die nächste Reise, auf die nächste Tour. Tour 2 im Jahr 2024. Und die Auftaktreise. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen Aufstoß. Die Auftaktreise nach Dresden hat ja schon ordentlich Anklang gefunden bei euch. Also ihr wart ja schwer begeistert. Über 40.000 Aufrufe, das ist der Wahnsinn. So viel hatte ich überhaupt noch nie. Für eine Spotting Day Folge. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also damit zeigt ihr mir auf jeden Fall, dass ich alles richtig mache, dass ihr das sehen wollt. Ich werde genauso weitermachen, definitiv. Und ich hoffe, ich kann in Augsburg ähnlich gute Ergebnisse liefern wie in Dresden. Freue mich da einfach drauf und schauen wir mal, wie sich das dann darstellt. In Augsburg, das alles dann Anfang Juni, genauer gesagt 1.6.24, Start der Tour nach Augsburg. Bahn. So, dann sind es noch 2 Kilometer bis Semmering. Oh, sehr schön, diese Tunneldurchfahrt hier, einfach nur geil. Wunderschönes Viadukt, wunderschön. Werden die Kilometer wieder mehr, das ist echt Wahnsinn.
Schiefer. Da ist das Ziel. Boah. So ein Stück. Einmal Gleiswechsel. FIFA. FIFA. Wahnsinn, dass sich das so zieht. Absoluter Wahnsinn. FIFA. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, dass das mehr wird. Jetzt wird es, glaube ich, kontinuierlich weniger. Ich glaube, die haben den Bogen auch geschafft jetzt. Ah, wobei, da kommen noch, boah, da kommen noch ein paar Bögen. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall machen wir wieder eine Geschwindigkeitsveränderung auf 50. Ich weiß ja auch, warum die Fahrplanfahrten so lange dauern. Wenn das solche Strecken sind, dass sich das so zieht. Weil da gibt es ja einige DLC, wo die Fahrplanfahrten unnormal lang sind. Zum Beispiel bei der Berliner Bahn. Ich glaube, da ist über 2 Stunden fährt man da. Fast 3 Stunden. Für eine ganze Fahrt. Also das ist schon echt Wahnsinn. Also da braucht man echt Zeit, wenn die alle fahren will. Wahnsinn. FIFA. FIFA. Man hat irgendwie das Gefühl, man kommt gar nicht an. Das ist der Hammer, ey, wenn man hier unterwegs ist. So. FIFA. FIFA. In 2 Kilometer soll man 40 fahren. Und ich glaube, das betrifft uns nicht mehr. Wir werden 1,3 Kilometer schon da sein sollen. Wobei, ich habe nichts gesagt. Da sind wir noch lange nicht. Fällt mir gerade auf.
den Bogen müssen wir noch fahren, wenn es nichts. Ich glaube, die 40 betreffen uns doch. Wenn ich das so sehe. Ja, wir müssen quittieren auf jeden Fall. Zugbeeinflussung. Ja, wir sollen auf 85 verlangsamen. Ich glaube, das betrifft uns nicht. Aber wir sollten auch unter 40. Weil ich habe das Gefühl, das wird uns doch betreffen. Sah am Anfang nicht so aus, aber ja, ihr kennt die Strecke ja jetzt, wie die sich charakteristisch darstellt. Da meint man, man ist in 10 Minuten da an einer Station, ja, scheiße drauf. Das zieht sich ohne, das zieht sich wirklich wie Kaugummi. Das ist Wahnsinn. So, rein. Zugbeeinflussung. Und dann ist da vorne das Ziel. Hammer. Sollten wir noch ein bisschen Leistung geben. Jetzt haben wir keine Steigung mehr, dann können wir uns rollen lassen. Türfreigabe. 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 So, das hätten wir ja geschafft. Dann können wir die Türen entriegeln, und zwar auf der rechten Seite. So, und ich würde sagen, das ausführliche Video wird es dann am Wochenende geben, beziehungsweise eine Fahrt auf der ganzen Strecke. Das war jetzt eine Fahrt von einer Haltestelle zur nächsten. Die hat schon ordentlich lang gedauert. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Wendy spielt das. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis am Wochenende dann auf jeden Fall mit einem ausführlichen Test, mit einer ausführlichen Schau auf die Strecke. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Auch mit dem kleinen Unfall am Anfang war wieder alles dabei heute. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.